Hallo zurück zur Let's Play Folge Nummer 31. So, wir stellen uns heute ein paar, oder wir versuchen zumindest mehr Solarpaneele herzustellen. Denn unseren Quarry werden wir auch damit befeuern. Das habe ich mir zumindest fest vorgenommen, dass wir das tun. So, und dann wollen wir auch mal gucken, ob wir unser Haus nicht so ein bisschen weiterbauen können. Jo. Wir wollen doch gerade mal gucken. Davon brauchen wir ja, wie gesagt, noch eine ganze Menge. So, dafür müssen wir uns auch hier noch eine ganze Menge herstellen. So, haben wir da mal fast ein Stack. Und da verteilen wir alles ganz schön brav hier hin. Dann brauchen wir da noch wieder Redstone für und Refined Iron brauchen wir da noch für. Ja. Hier. Also, wenn wir denn 8 brauchen, brauchen wir 16 von denen. Oh je. So, also brauchen wir hier noch jeweils 5 Kabel. Bedeutet für mich, wir brauchen wieder mehr Gummi. Ja, ist schon sehr gummiintensiv alles. Kohlestaub. Und du machst mir bitte Gummi. Gut, hier habe ich jetzt auch gerade erstmal nichts für dich, doch den Ton habe ich noch ein bisschen. Den können wir gerade schon mal hier reinwerfen. Und dann nehmen wir das gleich alles mit. Und dann haben wir da schon mal die Ziegelsteine. So. Fertig. 64. So, also fast 2 Stacks Ziegelsteine. Für den Anfang gar nicht verkehrt. Kohlestaub, okay. Du bist auch schon fast fertig. Das reicht mir noch nicht an Rubber. Wir brauchen dort noch mehr. Hatte ich hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee, das sieht nicht so aus. Tja, ein Eisenofen. Wie weit seid ihr hier? Was haben wir denn noch hier drin gehabt? Ja, auch nichts, was wir jetzt gerade erstmal brauchen. Glas können wir uns mitnehmen, das brauchen wir gleich. Okay. So. Und da ist es doch auch schon wieder Nacht. Dann legen wir uns gerade mal eine Runde hin. Und dann mal schauen, wie denn unser Quarry so aussieht. Ich nehme an, die Steine werden da schon fast überquillen. Aber da habe ich ja jetzt auch gerade erstmal auch keine andere Möglichkeit. So, fliegen wir mal hier rüber. Ach ja, was ich doch noch machen wollte. Ich wollte ja noch den Quarry mit Solarstrom betreiben. Dafür müssten wir uns, haben wir eigentlich noch Eisen, also normales Eisen, haben wir, ja. Müssten wir uns gleich noch, weil das ist ja doch schon wieder leer, machen wir uns noch ein paar Motoren. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Tja, naja, keine so riesen Ausbeute. So, was ich doch aber jetzt gerade mache, wenn ich hier bin. Ich werde mir jetzt gerade mal das Haus ein bisschen verschönern, so wie es dann später sein soll.
So, das kommt dann erstmal 5 hoch. Genau. Unser Fenster. Perfekt. Fenster, Fenster, hier kommt die Wand hin. Und da drüben kommt nämlich das Gleiche. Und hier noch. So, dann müssen wir das Ganze auch dann noch verbinden. Machen wir dann später. 1, 2, 3. Ja, ich glaube. Ich glaube, hier oben ziehe ich dann noch so eine Schicht drüber. Ja. Ja, doch, das müsste eigentlich passen. So, fliegen wir aber mal gerade zurück. Ach nee, Moment, wir nehmen doch noch ein bisschen Sand mit. Und da machen wir uns dann Sandstein raus. Damit kommen wir dann später wieder. Aber so, das können wir auch gerade schon mal einsetzen. So, da haben wir schon Glas drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Hätte ich jetzt hier ein bisschen Erde, ein bisschen Holz, könnte ich mir noch eine Werkbank machen, habe ich aber keine da. So, du darfst natürlich auch weiterarbeiten. Ich kann mir ja hier ein bisschen Holz klauen. Eine Werkbank. Ja, das geht doch auch erstmal. So, das verarbeiten wir gerade mal zu Sandstein weiter. Mache ich denn hier für einen Quatsch? So, wo ist meine Spitzhacke? Da oben. Natürlich sollst du da oben hin, ist ja klar, oder? So, dann kommt das da rein. Dann kommen hier die Fenster hin und hier kommt wieder das nach oben. Oh, das war jetzt einer zu viel. Perfekt. So. Und jetzt haben wir schon wieder keine Sandsteine mehr. Ja gut, dann schnell zurück. So, und ein paar Sandsteine wieder verarbeitet. Dann machen wir das noch zu, hier auch. So. Dann haben wir ja fast schon mal eine Fensterfront. So langsam nimmt das Haus Gestalt an. Jetzt müsste hier nur noch. Ja, ich nehme hier gleich auch noch ein bisschen Holz mit. Dann können wir hier schon mal ein bisschen zumachen. Ja, so langsam. Ganz langsam. Nimmt das Gestalt an. So, fliegen wir mal zurück ins Haus und dann gucken wir, ob wir ja nicht unsere Solarpaneele herstellen können. Eisen hatten wir ja noch, Refined Iron auch, das wird aber nicht reichen. Werden wir noch ein bisschen warten müssen. So, du warst leer. Na klar, die Kiste habe ich ja weggenommen.
So, das werde ich dann auch hier alles wieder entfernen später. Das muss da ja nicht stehen. So, und dann gehen wir mal kurz hier gucken. Hatte ich hier noch irgendwas drin? Ich meine nicht. Dann können wir doch den Eisenstaub erstmal hier reintun. So. Na gut. Machen wir mal weiter. Also wir stellen uns dann gerade erstmal wieder einen LV-Transformer her. Dafür brauchen wir wieder drei von dir. Machen wir das hier. Eins, zwei, drei. Dann kommen die Kabel. Eins, zwei. Und das Holz kommt drumrum. Noch vier Stück. So. Ach ja, das war Quatsch. Ich hätte ja. Ich brauche ja nur Holzbretter. Hatte ich denn noch Holzbretter? Ja, ist egal. Machen wir uns hier welche draus. Na, komm schon. So. Also, ein LV-Transformer. Ganz, ganz viel später werden wir dann auch noch ein mittleres Solar-Array machen und dann später noch ein ganz großes davon. Aber bis dahin wird noch viel Zeit vergehen. Viel Zeit. So, warte mal. Sechzehn. Haben wir hier noch Kupferkabel? Zwei Stück. 14. Das reicht immer noch nicht. So, 13 haben wir da. 8 zu 7. Ja, Kohlestaub wird noch benötigt. Das reicht aber, das ist gut. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch die Schaltkreise. Ach nee, Generatoren brauchen wir noch natürlich. Generatoren machen wir mit Refined Iron. So. So, da haben wir das. Dann kommt das dahin. Dann machen wir uns gerade noch ein paar Öfen. Haben wir hier noch Steine drin? So. Steine. Puh, da Pflasterstein. 8 Stück, ne? Ja. Das kommt ja ganz gut hin. 8 Öfen. So. 8 Öfen. Dann bräuchten wir jetzt nur noch Batterien. Da brauchen wir aber wieder Gummi für. So, ich glaube, ich werde mir jetzt auch mal eine Forestry-Gummibaumfarm züchten. Ja, die sammelt mir dann den ganzen Gummi ein. So. Das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Und wird das schon wieder Nacht? Da legen wir uns doch gerade nochmal hin. So, einmal Heier machen. Gut.
So. Nein, hierhin. So, du darfst mir jetzt bitte einmal Gummi machen. So, hatte ich hier noch Zinn? Nein, nein, ich brauche Eisen. Da hatte ich aber nichts mehr. Uraniumerz, Golderz. Tja. Das nutzt mir nichts. Aber ich hole mir gerade mal die Eimer, dann werde ich das doch nochmal mit Lava befüllen. Den Quarry da hinten. Hilft ja jetzt auch gerade nichts. Müssen wir ja irgendwie machen. So, schnell hinüberfliegen. Weil, wenn der nicht arbeitet, kriege ich keine neuen Ressourcen. Oh, mein Jetpack ist fast leer. So. Also dann, gebt mir mal bitte, können wir ja mal ausmachen, eure Eimer. So, und dann mal nach da hinten, da war ja auch noch Lava. Brauchen wir jetzt nicht in den Nether für. Wenn wir es denn jetzt finden? War das da hinten? Oder da hinten? Ich glaube hier, oder? Nee, war bestimmt falsch. Ach, ja, jetzt für den Zweck wäre das ganz super, wenn es jetzt dunkel wäre. Nee, hier war das nicht. War doch da hinten. Dann könnten wir nämlich. Ei, dann könnte man nämlich sehen, wo es leuchtet. Und da ist ja dann die Lava. Dann laufen wir halt zu Fuß dahin, ganz konventionell. Und wenn wir es nicht finden, müssen wir doch in den Nether. Aber müssen wir doch, war doch hier irgendwo in der Nähe, oder? Muss ja. Tja. Fliegt bestimmt dran vorbei und sehe das nur nicht. Hey. Mensch. Ja, eine super Orientierung. Das ist der Hammer. Unfassbar. Oh, was ist das? Die Überreste eines Baums. Tja. Naja, was soll's, dann gehen wir halt doch in den Nether. Das macht ja nix. Und während wir in den Nether gehen, kann mein Jetpack einmal wieder ein bisschen Energie tanken. So. Und schnell hier runter getaucht. Getaucht, geflogen. So. Jetpack bitte einmal ausziehen. Ah, siehst du, ist doch schon wieder voll alles. Ist doch super. So, und ich hole mir jetzt gerade mal laufenderweise ein bisschen Lava. So. Tja, und dann werden wir mal gucken, ob wir uns dann schnell noch dieses Solar-Array irgendwie zusammengeschustert kriegen. So. Wie gesagt, dann können wir nämlich dann die Motoren damit anfeuern. Die Motoren, also den Quersee. Dann würde ich vorschlagen, ich baue mir jetzt auch gleich schon mal drei von diesen Motoren. Ja, das machen wir. So, wieder anziehen und mit vollem Elan geht's weiter.
Sehr gut. So, wie gesagt, die Kabel, die kommen alle noch weg später. Aber muss ja nicht jetzt sein. So, schnell was essen. Ah ja, und das Haus, das müssen wir natürlich auch fertig machen. So, aber ich baue das ja immer so Stück für Stück. Könnte das auch im Zeitraffer bauen. Aber nö. Bauen wir das so nach und nach. So, und hier drüben, das auch noch. So, und Feuer frei. Bitte bring mir viele... Ach, guck mal, hier haben wir auch schon Sandsteine. Das geht ja auch super. Bitte bring mir viele, viele Sachen mit nach Hause. Ach, hier habe ich auch noch vergessen. Da muss auch noch Ziegelstein hinein. Genau. Oder? Ja, doch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig. So. Und Sandstein. Eins, zwei. So, wollen wir mal gucken, wie das da jetzt reinpasst. Ja, machen wir das so. So, in dem Haus meines Abo-Specials habe ich ja hier hinten jeweils Türen eingebaut, aber hier hinten ist ja nichts, von daher brauchen hier dann auch keine Türen mehr rein. So, dann machen wir das nämlich. Oh, hier kommt auch noch natürlich was hin. Dann machen wir das nämlich so. 3, 4, 5. Oh, das war falsch. So, das auch noch hier rüber bauen. Oh, das war auch nicht richtig. Bin ich da etwa ein zu tief gewesen? Nö, eigentlich nicht. Da bin ich hier nur zu hoch. Bin ich doch Tatsache zu hoch hinaus. So, das hier rüber, das hier rüber. Und das hier runter. So, die Rückseite, die lassen wir nämlich dann auch nochmal kurz frei. Machen wir hier drüben weiter. Eins, zwei, zack, zack, zack. So. Und hier drüben hin. Perfekt. Eins, zwei, drei. Und das war's auch schon fast. Einer noch. So. Die Grundmauern stehen ja schon fast. Also das wird dann später mal mein Haus werden. Sand. Ich brauche auch kein Kupfer. Ich brauche keinen Sand. Keine Erde. Nix. Nein, nein. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Ich brauche Eisenerz. Tja. So, und ein bisschen Holz brauchen wir auf jeden Fall auch. Das sammle ich mir dann auch mal ein, wo ich denn gerade schon mal hier bin. Ich habe ja hier genug gepflanzt. So, können wir das nämlich nochmal mitnehmen. So, die zwei Bäume noch. Den Rest lassen wir erstmal stehen. Und dann ziehen wir gerade den Boden nochmal ein bisschen weiter rein. Ja, und hier definitiv wird noch... Ja, ich habe aber jetzt auch nichts, was ich da reintun könnte. Hier wird auch noch Solarenergie benötigt dann, damit das hier funktioniert. Aber ich sehe gerade, das kann eh... Also bringt mir noch gar nichts, wenn ich den jetzt hab. Denn da ist ja noch gar kein... Logger dran, um das wieder abzuholzen, das Ganze.
Da müssen wir uns den auch noch bauen. So. Ziehen wir gerade hier noch mal so ein, zwei Wände rein. Und dann überlege ich jetzt wirklich, was ich als nächstes tue. Den Logger fertig machen? Nein. Nein, nein, ich mache erstmal. Oder vielleicht doch. So alles nebenbei. Naja, ich muss ja schon irgendwie auch ein paar, also die Stromversorgung wieder sicherstellen. Ach ja, die Motoren, die wollte ich mir auch noch bauen, habe ich gesagt. Dann verbrauchen wir jetzt gerade mal unser Holz, was wir hier drin haben. Na, wenn ich hier nicht so einen Quatsch machen würde. Und dann baue ich mir schon mal die elektrischen Motoren, die wir gleich für die Quarry benutzen können. Die ganzen überschüssigen Sachen, weil ich blind auf den Augenblick nicht bauen kann. Bisschen Holz haben wir noch. Müsste noch ein bisschen aushalten. Und gleich überrascht mich eh wieder eine Spinne oder ein Creeper oder ein Zombie oder ein Skelett oder... Ach, was weiß der nicht. Irgendwas wird schon kommen und mich versuchen zu töten. So, wenn ihr euch dann fragt, oh, warum mache ich jetzt hier alles zu? Wo kommt denn dann später der Deckel drauf, die Treppe hin? Ungefähr hier, was ich jetzt hier gerade zubaue, da kommt die Treppe hin. Aber das machen wir dann erst später. So, fast fertig. Ne, sind wir fertig. Ah, dreimal Holz haben wir noch. Eins, zwei, drei. Okay, das hat sich jetzt falsch gesetzt. Und drei. So. Steine. Noch mehr Ton. Kupfer und Zinn. Machen wir das mal alles ins Blaue rein. Kupfer und Zinn. Kupfererz, Kupfererz und Zinnerz. Und das kommt weg. Das ist dann so diese Ausschusskiste im Prinzip. Alles das, was überbleibt. So. So, Quarry baut, das ist gut. Und wir fliegen dann schnell zurück. Und dann schauen wir uns gerade nochmal an, wie denn die Gummiproduktion fortgeschritten ist. Und vielleicht schaffen wir es ja dann, unsere Solarpaneele noch zu machen. Wäre ganz gut. Wir werden aber sehen. Zuallererst legen wir uns doch einmal eine Runde hin. So. Trautesheim, Glück allein. Noch wohne ich in dieser kurz, in dieser kleinen Hütte, aber nicht mehr lange. So, neuer Tag beginnt. Also, warte mal. Ach na, klar, wir brauchten ja noch Generatoren, richtig. Tja. Und Batterien. Dafür brauchen wir noch Gummi. Ja, ich glaube, das mit dem Gummi wird jetzt diese Folge erstmal nichts. So, vom Creeper abhauen. Dann machen wir uns doch schon mal die Motoren. Die machen wir wie folgt. Wir brauchen natürlich Steine. Ja, man hat aber jetzt keine mehr. Na gut, das sollte erstmal reichen. Dann brauchen wir normales Eisen. Dann brauchen wir natürlich Redstone. Ein bisschen Holz brauchen wir.
Ja, und Zinn brauchen wir. Wo ist denn das Zinn hin? Da ist Zinn. Verarbeiten wir uns das gerade mal weiter. So, fliegen wir mal kurz in die Hütte. Verarbeiten unser Zinn. So, fertig. Perfekt. Und nun brauchen wir auch noch Zahnräder. Zwei, vier, sechs Stück brauchen wir. Ach, guck mal, ist doch Quatsch, was ich hier veranstalte. Nur einer zu viel. So, sechs Stück. Und dafür reichen meine Pflastersteine nicht. Ich werde das nämlich. Ach, naja, gut, egal. Ach, warte mal, wo wir gerade schon mal hier sind. Wir können uns das schon mal die Kolben herstellen, die wir brauchen. Nö, können wir nicht. Das Holz habe ich natürlich verschwendet. Eisen. Da haben wir doch noch ein bisschen Holz. Aber kein Platz mehr in der Tasche. So, also dann. Redstone, Eisen, die Steine und oben kommt das Holz. So, drei Stück haben wir. Dann brauchen wir da jetzt noch ein paar mehr Eisen. Ach, nee, Zinn brauchen wir natürlich. Zinn und Glas. So, bitte einmal brennen. So, jetzt brauchen wir aber trotzdem noch Steine. Ach, haben wir denn hier noch welche drin oder sind die auch schon? Ah, perfekt. So, also. Die Zahnräder, die ich habe, müssen wir jetzt umwandeln in steinerne Zahnräder. Und die müssen wir dann in Zinnzahnräder verwandeln. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt aber noch mehr Zinn. Zinn schnell in den Macerator. Und wir bauen nämlich dann so, 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 so und so. Zack, diesen elektrischen Motor. Und davon dann drei Stück, die schließen wir an unseren Quarry an und dann sollte das auch alles wunderbar funktionieren. Haben wir schon wieder gar keinen Platz in der Tasche. Unfassbar. Legen wir das mal alles zurück, was wir gerade nicht benötigen. So. Tja. Fünf. Komm, einer noch. Vielen Dank. Mehr brauche ich ja erstmal gar nicht. So, dann kommen die nämlich auch hier rein. Das Glas hier hin. Die Kolben nach unten. Und die Zahnräder links und rechts. So, und schon haben wir drei elektrische Motoren. Diese drei elektrischen Motoren werden wir dann, wie gesagt, dann an den Quarry setzen. Und dann werden wir das mit einem Solarpanel verbinden. Ja.
Und dieses Solarpanel, das machen wir uns dann in der nächsten Folge, wenn das hier ein bisschen aufgehört hat, vor sich hin zu ruckeln. Und dafür brauchen wir dann Gummi. Das Gummi wird dann jetzt in der Zeit wachsen. Also dann, in der nächsten Folge wissen wir Bescheid. Wir bauen das Haus weiter, wir bauen unseren Quarry aus, sodass er dann mit Solarstrom betrieben ist. Ja, das war's dann. Schaut wieder rein, macht's gut, bis dahin. Tschüss.